Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zur nächsten Folge von Dark Tales 16, Edgar Allan Poe's Ligia. Ja, wir wurden jetzt von Mercy, nenne ich ihn einfach mal, vergiftet. Der Feigling, der hat mich seine Frau vergiftet und umgebracht. Und nu müssen wir schauen, wie es hier weitergeht. Okay, das bringt nichts. Ob ich hier noch was machen muss? Ah, das fehlende Buch. Hydras. Und hier kommen diese zwei Schwäne hin, aber fehlt noch leider was. Wo war das mit den Büchern nochmal? Das war hier. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier ein Bild bilden. Und haben wir den Elefanten und die Feder. Und da haben wir wieder ein Wimmelbild. So. Ich habe ein Messer und ich werde es auch nutzen. Wozu brauche ich das Messer? Doch, die Kurbel um den Park Kaffeebohnen, um die Kaffeemühle zu benutzen. Ja, ich wollte jetzt nicht das Hufeisen nehmen. Aber danke, Spiel. Fernglas. Da brauchen wir die andere Hälfte. Die Kurbel. Ah, da ist die Kurbel. So, die Libelle ist hier. Der Engel ist da. Der Kristall ist hier. Die Taschenuhr ist da. Der Löffel ist hier. Die Bruderdose ist da. Da ist der Kaffee. Da ist das Fernglas. Da ist der Schwan. Die Seeschnecke ist... Das war keine Seeschnecke. Das war eine Muschel, aber... Okay. Pinsel. Ich brauche noch einen Pinsel, du Pinsel. Da. Und da ist der andere Schwan. Okay. Die haben es so mit ihren Mini-Wimmelbildern, hä? Aber gut. Ich weiß nicht, ob das ein Fisch darstellen soll, aber gut. Wow. Da habe ich die... Ah, ein Kopf von einem Puma. Okay, und da ist noch die andere Schlange. Und ein anderes Stück vom Code. Das uns jetzt wie weiterbringt? Was? Aropin und Schwefel. Braucht mir hier irgendwo einen Elefanten im unteren Bereich? Okay, finde die drei Symbole, die zusammengesetzt die Rune rechts ergeben. Okay, einmal das. Irgendwas Dickes. Das hier. Das hier. Okay, als nächstes das.
Alter, diese Musik im Hintergrund, die erinnert mich so an Castlevania. Und das spielt gerade mit meinen Ohren. Nee. Nee, 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 nee. Nee, jetzt habe ich komplett. Ja, toll. Ja. Dann, ordne das mal bitte mal neu. Dankeschön. Das auf jeden Fall. Das auch auf jeden Fall. Und das auf jeden Fall. Ernsthaft. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Einmal das. Dann einmal das. Und einmal das. Wow, also das nennt man geschickt ein Wimmelbildspiel in die Länge ziehen. Okay, ein Stern kriegen wir und ein Staubwedel. Da verstecke ich auch meinen Staubwedel immer. In so einem komplizierten Schloss. Ja, Rätsel. Hallo Wimmelbild. Zuckerdose, Nase und Schädel. Da haben wir den Schädel. Muss ich ja was aufzeichnen, oder? Ja. Ja, wie zeichne ich jetzt den Nashorn die Nase? Damit. So. Apfel. Walnuss. Maske. Eine Karte. Die Karte wahrscheinlich. Zuckerdose. Knopf. Stinktier. Nashorn. Kaktus. Schädel. Schildkröte. So, 3 von 4. Den Code haben wir auch für den Tresor. Knacke den Tresor. Dreh an den Rädchen so, dass der Pfeil auf die richtigen Zahlen zeigt. Also, wie kann ich drehen? 3. 1. 6. Eieiei, sonst geht's doch wieder schlechter. Geh, was? Geh ins Krankenhaus? Go out through the door to the courtyard and get your car. Travel to the city. There's a hospital there where you can prepare an antidote. The slightest delay could cost you your life. Okay, ja. Verwende die Pfeile, um den Karten an ihren Platz zu bringen. Aber nicht, dass die... Ja, das... Oh, ihr mit euren Schieberätseln immer, ey. Ihr seid so herrlich. Na, welches Symbol ist das? Ja.
Aber hey, ich hab's geschafft. Auge, lass das, böses Auge. Da brauchen wir erstmal die zwei Sterne. Wetter. Zum Öffnen der Fahrtasche sind Klingeln erforderlich. Ja, da brauchen wir noch zwei. Dann eine Schlange. Da braucht man Äpfel. Ja, das war mir schon klar. Das hier. Ist jetzt dein Ernst? Du willst verarschen? Da war kein Käfer zu sehen, aber hey. Oh, jetzt spielen wir Lupin. Ich muss ein Gegenmittel zusammen mischen. Schnell. Okay, das ist nichts. Da brauchen wir alle drei Käfer. Da ist aber gerade nichts zu holen. Da haben wir eine Lerche. Hier brauchen wir zwei Fische. Irgendwo muss in Hals angewendet werden, ansonsten ein Schädel kommt. Da haben wir eine Fledermaus und einen Fisch. Eine Kurbel. Ja, da brauchen wir die zwei Sachen auf einmal. Dann haben wir die zweite Fledermaus. Dann haben wir noch eine Klingel und noch einen Käfer. Dann haben wir die zweite Lerche. Ich muss mich wieder anders hinsetzen, ihr versteht. Alter Mann-Prinzip. So. Ich brauche noch eine Lerche. Aber wo kriege ich die? Hospital. Ja, da bringt uns nichts. Ich bin dumm. Okay, verwende die Pfeile, um die Scheibe zu drehen. Um Pfade zu schaffen, ziehe jeden Skarabäus an seinen Platz. Ach so, ich verstehe. So ein Rätsel hatten wir nämlich schon mal.
Ich schmeiß mal hier einfach mal kurz rein. Irgendwie kriege ich das schon. Muss das mal raus tun. Natürlich nicht einfach. Ich brauche hier. Warte mal, wenn ich jetzt so mache. Seht ihr, man muss ein bisschen mitdenken. Klar, man muss bei jedem mitdenken. So. Moment, zurück. Sesam, öffne dich. Okay, hier brauchen wir die Anubis-Dinger. Glas. Also vier Anubis-Köpfe, nicht Dinger. Hier ist eine Sichel. Hier brauchen wir diese komischen Herzen. Da ist noch eine Sichel. Das ist schwer, aber ich kann sie nicht mit einem Gegengewicht anheben. Haben wir leider noch nichts dafür, was wir da dafür brauchen. Was ist die Klinge? Ich würde mal sagen, Zwillinge, oder? Jo. Und noch ein Anubiskopf. So. Oh, Nase juckt wieder. Ich sag ja, Traditionen müssen bewahrt werden. Ja, da brauchen wir jetzt eine Schüssel oder sowas. Ja, ich habe gefunden, was ich brauche, aber fehlt mir ein Gefäß, um es zu transportieren. Richtig. Da ist noch ein Herzchen. Aber das ist das vielleicht das Gegengewicht. Da haben wir einen Erpel und da haben wir noch einen Anubis. Okay, dann brauchen wir aber erstmal hier noch das andere Mittelchen. Was mir natürlich ein bisschen Sorge bereitet ist, dass der Dupin auch so eine Art Lebensbalken hat. Aber vielleicht ist ja beabsichtigt. Die Anweisung ja. Ja, jetzt brauchen wir noch eine Spritze. Die haben wir noch nicht. Na.
Und war das mit den Herzen? Aber das Wimmelbild, meine Freunde, machen wir in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin und gehabt euch wohl.